So, jetzt gucken wir, wo Charlie hinfährt. Ja. Wow, ey, was ist denn... Siehst du, da ist Charlie gegen den Baum gefahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator hier auf dem wunderbaren Community Server. Kann man noch Community Server sagen, Charlie? Ich weiß es nicht. Ja, ja, klar. Doch, doch. Wir haben heute Prominente. Wir sind keine geschlossene Gesellschaft. Nee, nicht mehr. Ne? Oh, war ja klar. In dem Moment synchronisiert man jemand. Wahrscheinlich hat Smirnoff sich jetzt was angezogen. Kommt jetzt? Nein, ich bin schon die ganze Zeit da. Okay. Ja, Smirnoff ist auch da. Da ist der Waldmeister ist da. Moin. Lass uns mal auf Sattern mal hallo bitte. Servus. Danke. Dann ist Kater jetzt. Kater betritt den Server. Kater ist gerade da. Hallo Kater. Moin. Und ein neuer ist da. Wobei eigentlich so neu ist der Kochi gar nicht. Hallo Kochi. Moin. Sehr schön, ja. Kochi ist. Du bist fast Fan der. Oh, wer ist denn jetzt in den Channel gekommen? Hallo. Moin. Moin. Banana Dollar. Ach, Banana Dollar. Ja. Banana Dollar spielt aber kein LS15, ne? Nee. Schon. Was? Jetzt schon? Nee. Also. Ich wollte nur irgendwie hier rein. Achso, du wolltest nicht. Du wolltest. Ich wollte dazu. Ja. Nee, ja, wir spielen gerade LS15 Banana Dollar und machen auch gerade eine schöne YouTube-Aufnahme noch. Aber ist kein Problem. Du kannst ja ganz gerne hier bleiben. Kannst uns seelischen Beistand leisten. Gesellschaft leisten. Ja. Da muss ich ja die Tage auch nochmal Atem mitschneiden, was wir gestern gespielt haben. Nee, worauf wollte ich hinaus? Kochi ist, du bist eigentlich Fan der ersten Stunde schon fast, ne? Wenn ich so richtig mitgekriegt habe. Ja, ich war, glaube ich, der 13. oder 14. User bei euch. Yeah! Abonnent, Entschuldigung. Nee, kein Problem. So, jetzt gucken wir, wo Charlie hinfährt. Ja. Wow, ey, was ist denn... Siehst du, da ist Charlie gegen den Baum gefahren. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg von der BGA, zurück zur Rinderfarm oder zum Hof oben, zum zweiten Hof. Zum Milchvieh. Zum Milchvieh, weil wir haben dort oben keine Silage mehr. Wer ist denn jetzt da? Hallo? Guten Abend. Guten Abend. Stimmt. Marvin 22, moin moin. Wer? Marvin 22? Was? Ne, der Valerian ist hier. Ach, der Valerian, hi, grüß dich. Hi, hi. Ja, ja, wir sind gerade am Aufnehmen von LS15, aber ist auch kein Problem. Ach so, nee, alles hier gerade so rein. Nee, ach, alles gut. Wir freuen uns immer über Gesellschaft, über neue. Ja, auch wenn sie nicht gerade qualitativ ist. Jetzt wird's eng. Smirnoff, du musst zur Seite, wir haben einen dicken Anhänger bei. Ja. Wir haben einen dicken dabei. Wir haben einen dicken dabei, ja. Dicken da dabei. Dicke. Sonst baut er wieder einen Florian. Ja. Hier ist Wasser und Brücke. Das oh! Ey, ich saß noch. Nee, ich bin ja fast hinten drauf. Wo fährst du denn jetzt überhaupt hin? Achso, da hinten. Ich fahr's für dich einfach, nicht, dass du über den Hof fahren musst. Achso. Ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen kritisch geworden, ja. Ja. Und heute ist auch noch so eine Premiere, ne? Muss man dazu ja auch sagen. Denn mein Greenscreen ist angekommen. Ne? Dementsprechend sieht man jetzt auch quasi mich nur mit Kopf. Ne? Und nicht mal den Hintergrund. Ja. Jetzt kann man ihn sehen. Nackt. In HD. Ja. Nein, ich habe ein T-Shirt an. Ne? Bilder. Was? Jetzt darf die Frau auch mal unter den Tisch gehen. wo wir gerade bei dem Thema nackt sind, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir bei 1000 Abonnenten Florian in einem Bikini sehen. Doch, Flo, das haben wir auch gemacht. Ja. Aber ich abonnieren. such einfach auf YouTube nach Let's Multiplay. Ich weiß und gar nicht. Und sage deinen Freunden Bescheid. Ja. Allen. Aber wie so ein Bikini, also ich finde so ein bisschen Panzertape, das reicht auch. Boah. Machen wir keine Diesen ohne Fass ist doch für die Lippen eine kleine Bedeckung. Ich klebe ihm drauf. Die Titty Twisters? Ja. Da haben wir auch schon gerade drüber gesprochen. Über die Titty Twister Bar. Genau so ist es. Haben wir in Jena eine. Ja, ach, da kommst du hoch. Ja, ich komme so. Hochgeschichten. Ja, in Jena gibt es eine Titty-Twist, aber. Anschieben braucht. Warte mal, doch, vielleicht. Nee, geht schon, oder? Ah, ich muss mal eben schnell. Ich werde schon wieder gerufen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Spielt ihr gerade alle zusammen? Ja. Ja. Wo ist eigentlich der Händler? Der Händler? Nee, ich. Ja, weil ich gerade eben das Skillefass abholen wollte. Der Händler ist unten bei der Brauerei. Hier gibt's keine Drogen.
Drogen? Was sind Drogen? Okay. Wenn du die 9 drückst, dann kommen die Drogen. Wenn du weißt, wo du stehst, wollen Sie Informationen, drücken Sie die 1. Wollen Sie Drogen, drücken Sie die 9. Düt, 9. Silage wird hier nicht angenommen? Wieso kann ich die Silage hier nicht auskippen? Oh, nee, ey. Jetzt sag nicht, ich muss mit dem blöden Drehschemel-Anhänger hier rückwärts. Och, nee, ey, Jungs. Oh, Mann, ey. Na und? Was ist da an zu schwer? Ja, mit dem Drehschemel rückwärts fahren. Ja, stell dich nicht so an, kannst sogar zwei Anhänger hinten Drehschemel. Das Ding ist ja, sag mal, Kochi, fährst du denn hier bei mir in der Nähe auch auf dem Trecker? Oder fährst du nur bei dir unten auf dem Trecker? Ich fahr europaweit. Ach so! Das heißt, du bist gar nicht irgendwie auf Feldern unterwegs? Doch. Ach so. Schütt da rein ist einfach. Es geht nicht ins Silo, das habe ich gerade versucht als erstes. Es geht darum, Felder gibt es überall. Und der Vorteil ist halt, hier, so dumm wie es klingt, ist ja nichts gegen Ossis oder Wessis. Aber dann gegen beide? Im Westen hast du die besten Felder. Okay. Weil im Westen sind es anscheinend nicht so weit, ich weiß es nicht. Du hast mehr Feldfläche als Wohnfläche, außer Hamburg, ja gut. Ja, stimmt, sonst gibt es hier kaum große Städte. Jetzt hat der scheiß Händler zu, oder was? Willst du mich verarschen? Ja, dann macht er es um 8 auf. Du fährst an der Seite durch den Busch durch. Psst, nicht so laut. So, wir haben wieder diese Silage hier. Ibo. Du musst bei dem Händler einfach nur an der Seite durch den Busch durchfahren. Dann kommst du auch auf den Hof. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt in Zukunft mal irgendwelche auf dem Let's Multiplay Channel mir überlege, okay, ich habe mal Lust, irgendwie mich selber beim Grubbern zu filmen. Wir haben dort jeweils immer Kameras, wie du es haben möchtest. Wir haben bei der Übernahme, zum Beispiel beim Häckseln, haben wir Kameras, wir haben eine Import-Kamera. Ach was, okay, cool. Das heißt also, ich darf nur also ich würde ganz gerne echt mal irgendwie so grubbern oder keine Ahnung, irgendwas auf dem Feld machen. So, also grubbern, selber. Man kann sagen, grubbern, kein Problem. Säen mit Hängen und Würschen, aber ich meine ans Häckseln, das ist klar, da kann man keinen ranlassen, der da keine Erfahrung hat. Das muss ja irgendwo verständlich sein. Ja. Weil ich meine, so ein Glas kostet 1,8 Millionen. Ja, aber wenn ich da einen Florian baue, das wäre vielleicht nicht so gut. Fein, du bist dafür prädestiniert, ehrlich. Ja. Also so viel Geld verdiene ich mit YouTube auch noch nicht. Was? Nee? Ja, warte mal ab, die nächsten 3 Monate. Da will ich dir auch mal sagen, dass alleine die Hube für den Glas irgendwo was bei, schlag mich tot, ich glaube 200 Euro kostet. Krass. Ja, wenigstens ist anständig Hupen, dann ging das mit dem hier im Spiel. Ja. Deswegen habe ich ja auch vor, hier für diesen Server in Glas den Xerion ordentlich umzuarbeiten, dass man nicht extra den Arm frei wegbewegen kann. Ja. So wie das eigentlich in der Realität bei den Xerion ist, dass man den Arm beim Häckseln und Mähdreschen links und rechts bewegen kann. Mhm. Weil du fährst ja hin und her. Ja. Du fährst ja keine Kreise, nur damit der Traktor neben dir herfahren kann zum Befüllen. Nee, stimmt. Und darf ich kurz mal unterbrechen? Ja. Wir haben ja nur den großen Schwader. Ja. Nee, wir haben auch den kleinen Schwader. Ja. Ach, der ist unten am Hof, ne? Auch bei den Mehlwerken unten, die sind auch unten, ne? Ich vermute es fast jetzt, ja. Okay. Ja. Alles klar, könnt weitermachen. Ich meine, du kannst ja mal versuchen, bei Klaas nachzufragen, ob du die originalen Bilddateien von dem Mähdrescher bekommst. Dann brauchst du ihn nicht extra nachmodellieren. Warum? Da gehe ich einfach auf den Hof und mache eine Fotografie. Nein, dann kriegst du, das ist gleich bei Giants Audi, kriegen die originalen von den Herstellern und die abmaßen. Originalen Baupläne oder gleich eine 3D-Animation zugesendet. Ja. Dann müssen die sich die Arbeit nicht machen, müssen sich Dinger selber ab durch die Hecke machen.
So, achso, hier ist einer am Sehen. Ups, da soll ich vielleicht nicht unbedingt aufs Feld drauf fahren. Ich wollte eigentlich jetzt zumindest den Kochi, Otto einfach mal helfen. Ich glaube, es wäre besser, wenn du dich auch im TS dann hier Otto nennst. Ja, würde ich abwarten wollen, weil ich stehe da immer mit Otto drinne. Wie es für dich einfacher ist? Sollen wir dich Otto nennen oder sollen wir dich Kochi nennen oder sollen wir dich... Sagt einfach Otto, so wie es halt da steht, würde ich behaupten wollen, weil ist für euch einfacher und ich will mal sagen, dass sie gerade im YouTube wissen sie dann noch, wer gemeint ist. Ja. Was haben wir jetzt schon? Thorsten Steier haben wir? Ja, haben wir gekauft. So, viel Spaß, jetzt wird es gleich mal ordentlich lecken. Ein Glück, dass ich während des Leckens die Hilfe fahren lassen kann. Also bei mir leckt es jetzt gerade nicht. Ich habe noch konstant 60 Frames. Also ich habe gerade einen Ping von 110. Okay. Also ich habe auch noch 60 Frames. Bei mir leckt auch noch nichts. Okay, nee. Vielleicht hat sich jetzt eingeleckt. Ich nicht, aber der Ping geht hoch, weil den siehst du hier unten auf der Minimap. Ja. War gut, ich stand gerade mal ganz kurz auf der BGA drauf. Da hatte ich gerade die Karte mal ein bisschen verabschiedet. Ich fahre jetzt auch über die BGA gerade rüber und verdichte noch ein bisschen. Ich find's bedenklich, dass unser Kater heute verdammt ruhig ist. Ja. Kater, ich hab was nichts zu sorgen. Kater, was ist los? Was machst du überhaupt, Kater? Flo? Ich stehe in der Garage in der Ecke und warte drauf, dass mich irgendwo mal einer brauchen könnte. Ja, wir brauchen dich oben beim... Ja, pass auf, dann machen wir das so. Kater nimmt den... Dann fahre ich nämlich mit beiden, mit allen Mähwerken. Ja. Dann kann Kater nämlich auch den großen, obwohl der, warte mal, der den der großen Schwader, der reicht. Der rote reicht auch für drei Mähwerke, für die zwei Doppelten. Ja. Haben wir einen Ladewagen oben stehen? Ich hatte neulich einen hingestellt, aber ich weiß nicht, ob der immer noch da steht. Warte, ich gucke jetzt gerade mal, ich springe jetzt gerade mal durch. Mal was anderes. Kriege ich bitte noch einen Güllestreuer. Ein Güllestreuer? Ach, ich habe nur das Fass gekauft, ne? Ja. Scheiße, haben wir überhaupt noch genug Geld? Oh. 45.000 haben wir noch. Ja, dann muss einer mal eben fix da die BGA vollschütten. Ja, Sammelwagen steht hier unten. Mach ich gleich mal. Wo ist denn der Güllestreuer überhaupt? Mischstreuer, ne? Wir haben noch einen Mischstreuer. Nein, keinen Mischstreuer, für Gülle halt. Wo finde ich die denn? Güllefässer? Achso, hier den Zuni-Disk, ne? Den Fliegel. Den Fliegel? Ja. Den für 62.000? Ja. So. Wo ist jetzt das Mähwerk? 62.000, so viel haben wir gerade nicht. 260. 62.000. Ach so. Okay. Warte mal ganz kurz, Smiller. Blöde Frage, wo soll der Schwader hin? Feld 22, ne? Erstmal. Ach, die stimmt, wir haben ja das Feld. Dann nehmen wir das 22. Braucht ihr auch gar nicht versuchen zu zettern, weil das Zettern funktioniert hier nicht auf dem Server. Hab ich schon vergeblich versucht. Nee, wir brauchen noch nicht zittern. Ich glaube, wenn du die Ballenpresse nimmst, dann dürfst du doch gehen, oder? Nein, habe ich versucht. Deswegen habe ich dann eine Ballenpresse gekauft. Oh. Ja, das funktioniert nicht. Jetzt weiß ich. Ja, Otto. Dann sorgen wir dafür, dass du hier auch Strom machen kannst. Also Otto, wir können ja auf der Map kein Strom machen. Kein Heu. Ich hab das schon... Ihr habt doch mehrere Probleme auf der Map. Das habe ich alles schon mitbekommen. Ja, das ist. Da habe ich mich nämlich auch schon vorhin mal ein paar Minuten dahinter gesetzt. Okay. Hast du denn schon ein paar Probleme identifizieren können? Ja, das eine, das da Harvards, was jetzt zum Beispiel Zettern ist. Ja. Das sind eigentlich nur ganz kleine Probleme. Okay. Das kann man in zwei Tagen ohne Probleme umschreiben, aber. Also zwei Tage für ein ganz kleines empfinde ich nicht, dass das ein kleines Problem ist. Nee, das empfinde ich auch als großes Problem. Nö, das ist für mich ein kleines Problem. Großes Problem ist zum Beispiel das jetzt mit den Heuballen. Weil das eine komplette Umschreibung ist. Ja, ich glaube, wir brauchen aber eigentlich auch kein Heu, muss man ehrlicherweise mal sagen, ne? Also. Doch, die Imstation, oder? Nein, da geht auch Stroh rein. Gras und Stroh geht da rein. Stroh geht auch. Scheiße. Ja. Doch, geht. Alles klar. Stroh geht. Nee, ich hatte bewusst gerade Stroh die Doppel... Oh ja. Da knallt ja aber alles weg danach ein. Der musste aber anbrennen. Der musste anbrennen und dann... Scheiße, was mach ich denn hier, ey? Dann schmeckt er auch.
Ja? Kurze Frage, wollen wir mal die Uhrzeit ein bisschen schneller laufen lassen, dass wir nicht die ganze Aufnahme quasi im Dunkeln haben? Ja, dann kriegen wir auch Kohle, damit ich nicht güllen kann. Ja, wenn ich mal. Ja, ich stelle mir die Zeit ein bisschen vor. Moment. Ah, okay, reingefüllt wird schon. Ich versuche zumindest reinzufüllen, ja. Ich hab schon hochgedreht. Ja, ich muss, glaube ich, mal meine Schaufel länger machen.